Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder bei den Sims gelandet. Weiter geht's mit unserer Westernwelt. Heute machen wir uns daran, einen Barbiershop zu bauen aus der Spiel-App-Version. Das Ganze war ein Vorschlag. Der junge Mann hat auch einiges vorgeschlagen, so gut wie alles, was so ein bisschen in der Westernwelt vorkam. Da muss ich auch noch erstmal hinterherkommen, hier alles erstmal mir hier hinzuzaubern und dann gucken wir noch, wie ich mir das Ganze hinsetze. Aber ich bin gut dabei. Heute kommt ja, wie gesagt, der Barbiershop. Wir müssen uns auch hier mal wieder ein bisschen rasieren. Aber ich gehe noch ein bisschen heute auf dich ein. Haha. Also so leicht kommst du mir nicht davon. Denn du hast ja, sag ich mal, also du schreibst ja immer oft gerne auch hier was unter. Das finde ich immer cool. Und du baust dir selber auch die Sims nach. Das habe ich ja gesehen auf deinem YouTube-Kanal. Und da habe ich auch letztes Mal ein Video von dir gesehen, wo du eine Ansage gegen mich gemacht hast. Und ich mache jetzt einfach hier alles in dieses Video rein. Ich wollte erst ein separates Video machen, aber dann kriege ich wieder bestimmt irgendwelche Nachrichten. Ey, warum machst du sowas? Das macht ja jeder. Aber ich mache es jetzt einfach mal hier so ein bisschen mit rein. Und ich weiß, also mir fehlen so ein bisschen Worte bei so einem Ansagevideo. Ich dachte erst, da kommt so ein bisschen, sag ich mal, so Sarkasmus drin vor oder Ironie ein bisschen mit vor, aber war nicht so ganz. Du hast ja gesagt, dass ich dich ein bisschen inspiriert habe, anfangen jetzt, sag ich mal, bei den Simpsons so ein bisschen zu bauen oder allgemein auch ein bisschen, dass du aus eigener Kraft auch etwas in Minecraft erschaffst. Das finde ich immer cool. Und ich bin auch beeindruckt, dass du das Ganze auch auf dem Handy baust. Also da muss man ja auch echt, sag ich mal, muss der auch richtig Lust haben, auf dem Handy zu bauen. Also bin ich echt beeindruckt, wenn man das überhaupt kann, auf dem Handy bauen. Und ich war auch wirklich sprachlos, wie ich am Ende noch gesehen habe, dass du mich verewigt hast in Minecraft. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass mich einer gebaut hat. Und ja, ich weiß immer nicht, was ich dazu sagen soll. Aber hier bist du mal mit drin im Video. Ja, Link zum Video von der Ansage, dass ihr euch das mal in kompletter Länge angucken könnt. Ist einfach mal in der Videobeschreibung. Ne? Da könnt ihr euch das auch mal angucken. So, aber ich würde sagen, fliege ich hier erstmal noch um unseren Barbiershop rum. Den hast du ja gewünscht, den wollen wir ja heute auch hier errichten. Er wird auch später auch noch von innen eingerichtet, aber das sehen wir dann immer im nächsten Part denn von unserer Western-Folge. Das ist ja hier der gute Shop, der Barbiershop. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja, los, los mein Brauner. Oh, aha. Ja, heute mal ganz anders. Wir beginnen hier erstmal das Pferd anzuleihen. Und dann gucken wir auch erstmal hier noch bei der Wilde Rose rein. Die hatten wir ja in der letzten Folge gebaut, die ist jetzt auch eingerichtet. Und da würde ich mal sagen, suchen wir uns mal ein kleines Zimmerchen aus, denn ich möchte ja hier ein bisschen in der Stadt auch bleiben. Hallo? Keiner da, na gut, dann können wir uns hier ein freies Zimmer aussuchen. Ja, hier unten ein kleiner Empfangsbereich, ne? Hier warten dann schon die Damen auf einen, die können sich hier auf diesem Sofa hier gut hinlegen oder schon ein bisschen sich hier so, ja, richtig ausrichten, dass hier vielleicht Kundschaft kommt. Oder man selber kann ja auch sich hier hinsetzen und sich hier vielleicht was irgendwas bringen oder so, ein kleiner Tisch ist ja auch da. Ich habe ja auch wieder mit Stufen gearbeitet für den Boden. Da seht ihr vielleicht, dass man ja natürlich hier keinen Teppich drauf platzieren kann. Dafür kann man vielleicht andere Stufen nehmen und hier so einen kleinen Teppich sich hier so ein bisschen darzustellen. Naja, hier kommt man natürlich dann wieder raus. Das ist so die kleine Hintertür. Und dann gehen wir auch gleich mal nach oben hier und gucken mal, was oben auf uns lauert. Natürlich hier so ein paar Zimmerchen. Ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, weil hier oben alles ein bisschen eng ist, bei den Fenstern hier mal so mit den Falten, so sage ich mal, zu machen, dass man die Fenster sich auf und zu machen kann. Ne? Jetzt hier ist es natürlich zu, auf der anderen Seite habe ich mal so Abwechslung gemacht, ist es dann so auf. Ich fand einfach mal so, sage ich mal, auf so einem engen Raum kann man das mal ruhig so ein bisschen darstellen, um halt die Wände ein bisschen, sage ich mal, nicht nur mit Bildern zuzuknallen. Ja, ansonsten gucken wir uns mal hier ein Zimmer an. Ich glaube, ich nehme hier auch das hintere. Können wir mal kurz reingucken. Ja, das sieht doch relativ bequem aus. Das Bett hat auch gute Federn, kann man gut raufjumpen. Hier kann man natürlich auch noch seinen Revolver. Ich lasse jetzt einfach mal mein Lasso hier. Also das ist schon mal mein Zimmer hier, wo ich hier wohne. Habe auch einen schönen Ausblick. Na gut, auf dem Barbiershop, der wird da später wieder abgerissen. Mal gucken, was wir auf der anderen Seite irgendwann mal bauen. Aber ein schöner Ausblick werde ich bestimmt hier haben. Hier bei den anderen Zimmern, das ist hier so, glaube ich, ein Luxuszimmer. Das ist ein bisschen größer, hat noch ein Doppelbett. Also wenn man hier unbedingt alleine halt die Nacht verbringen möchte, kann man sich hier auch ein bisschen ausleben. Hier sind auch die Fenster offen. Könnte man vielleicht auch zuklappen, wenn man möchte, aber naja, ist ja nicht mein Zimmer. So, dann gucken wir uns hier noch das Vordere an. Das müsste eigentlich genauso sein wie meins. Springt das Bett auch gut? Muss ich das Zimmer vielleicht tauschen, wenn das hier besser ist? Na, ich weiß nicht so ganz, aber ich glaube, die Betten sind alle gleich hier. Gut, so, machen wir auch die Tür zu. Ich weiß ja nicht, wer da drin kampiert. Ja, ansonsten, das ist hier so ein bisschen die Wilde Rose. Ich habe mich auch versucht, so original an die Folgen zu halten. Unten war das relativ lila eingerichtet mit den Tapeten und oben war das halt knallig rot. Sah man nur ganz leicht halt für ein paar Sekunden in der Folge, aber naja. Dann wollen wir mal anfangen mit dem Barbier, der entsteht ja genau neben unserer wilden Rose. Heute brauche ich auch zwei Kisten, also die gehört auch noch dazu, hat nicht alles in eine reingepasst, also gibt es noch ein bisschen so kleine Abwechslung. So, dann würde ich sagen, gehen wir an die Kiste ran und holen uns erstmal unser Material raus. Für den Start brauchen wir dann erstmal Tropenholzblöcke, dann holen wir uns noch abgezogenes Fichtenholz raus, dann einfach mal Fichtenstufen, dann holen wir uns Akazienholzstufen, davon nochmal die Treppe, die Falltür und die Tür holen wir uns raus.
Dann holen wir uns noch Fichtenholztreppen und dann nochmal hellgraue Keramik. Haben wir denn alle Blöcke, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Dann fangen wir erstmal an, uns den Grundriss zu ziehen. Dabei holen wir unsere Tropenholzblöcke zur Hand und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe. Also setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Blöcke erstmal gerade lang ziehen. Wenn wir das gemacht haben, ziehen wir das Ganze auch einmal nach hinten weg. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke ran. Insgesamt haben wir aber hier 8 Blöcke. Auf der anderen Seite ziehen wir auch nochmal 7 Blöcke nach hinten weg. Haben wir das getan, können wir das Ganze miteinander noch verbinden. Dann haben wir unseren Grundriss schon mal ein bisschen fertig gezogen. Das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen höher bauen. Ich würde mal sagen, das erhöhen wir noch um 1, 2, 3, 4 Blöcke, dass wir insgesamt halt 5 Blöcke haben. Nachdem wir das dann hochgezogen haben, geht es erstmal weiter mit den abgezogenen Fichtenholz. Dabei würde ich mal sagen, fliegen wir auf die Vorderseite unseres Hauses hin. Ist natürlich auf der Seite, ja, kannst du dir aussuchen. Ich sage einfach mal, ich mache es natürlich hier auf der Seite, weil hier meine Straße ist. Flieg zu den Seiten vorne hin und setze jetzt hier mir einfach einen Baumstamm hin. Das Ganze ziehe ich mir erstmal auf die gleiche Höhe, wie das Haus ist, also 5 Blöcke. Und mache es einfach einen Block höher, also 6 Blöcke. Das mache ich jetzt auf jeder Seite, vorne wie hinten. Aber aufgepasst, auf der Rückseite machen wir es nicht genau neben unserem Gebäude, sondern so ein schräg nach hinten weg. Wenn wir das dann erstmal gemacht haben mit unseren Baumstämmen, fliegen wir nochmal einmal auf die Rückseite hin. Hier suchen wir uns erstmal die Mitte raus, ist relativ einfach zu finden. Wir achten mal darauf, dass wir auf der Seite vielleicht noch so 6 Blöcke Platz haben. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal 6 Blöcke Platz und können hier auch nochmal eine Strebe hochziehen. Danach geht's mal kurz weiter mit unserer hellgrauen Keramik. Wir können uns jetzt schon mal so ein bisschen das Dach aufziehen. Das Ganze machen wir, würde ich mal sagen, so, dass wir auf der Vorderseite, sag ich mal, eine Reihe so lassen, wie sie ist. Und die anderen können wir einfach mal gerade verteilen. Wenn wir dann das Dach drauf platziert haben, schnappen wir uns einmal unsere Fichtenholzstufen. Wir fliegen jetzt einmal zu den Seiten unseres Gebäudes hin, außer auf der Vorderseite. Da lassen wir alles so, wie es ist. Und zwar an den Seiten platzieren wir unten einfach mal Stufen miteinander, hier von Balken zu Balken. Wenn wir das dann getan haben, schnappen wir uns einmal kurz die Fichtenholztreppen zur Hand und machen das gleiche Spiel, würde ich mal sagen, jetzt mit Treppen. Und zwar hier einfach immer an den Seiten. Wenn wir denn die Stufen unten rum langgezogen haben an den Seiten, nehmen wir uns einmal die Treppen zur Hand und fliegen jetzt hier einfach mal an den Seiten hin und platzieren immer in unserer grauen Keramik einfach mal jetzt hier die umgedrehten Treppen und verbinden die auch wieder mit Baumstamm zu Baumstamm. Jetzt schnappen wir uns noch mal bitte die Fichtenholzstufen zur Hand und platzieren uns einfach mal an den Seiten. Da achten wir darauf, dass wir hier diesen Baumstamm lassen, so wie er ist. Aber bei den anderen Baumstämmen können wir einfach die Stufen oben drüber ziehen. Weiter geht's dann erstmal wieder mit unseren abgezogenen Fichtenholz. Wir fliegen an den Seiten vorne hin, wo wir die Baumstämme freigelassen hatten. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke rauf. Auf der anderen Seite auch nochmal. 1, 2, 3, 4. Wenn wir das gemacht haben, suchen wir hier einmal wieder die Mitte raus. Ich schätze mal, die ist hier. Wir können nochmal gucken. Haben wir hier 6 Blöcke? Jo. Haben wir hier 6 Blöcke? Jo. Dann haben wir hier die Mitte. Die machen wir auf die gleiche Höhe, wie die Baumstämme an den Seiten sind. Das heißt, hier müssten wir 5 Blöcke insgesamt draufsetzen. Nun können wir die freien Flächen an den Seiten mit unserem Tropenholz ausfüllen. Weiter geht's dann erstmal mit unseren Fichtenholzstufen. Die platzieren wir jetzt einmal ganz oben drauf noch, um das Ganze hier abzuschließen. Lassen das Ganze an den Seiten einmal überstehen und verdicken das hier einmal so unten noch, damit das, sage ich mal, da richtig so draufgesteckt wurde. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Wir bleiben immer noch auf der vorderen Seite, fliegen einfach mal hier kurz zur Seite hin. Wir können dann mal gucken, wo haben wir hier die Treppe. Die haben wir hier. Und einen Block weiter unter setzen wir einfach mal eine Stufe hin. Das wäre jetzt hier, sage ich mal, der 5. Block gesehen. Da setzen wir genau eine Stufe oben hin. Das Ganze machen wir, würde ich mal sagen, 3 Reihen nach vorne und machen auch nur auf der Vorderseite das Ganze. Wenn wir dann erstmal alles so haben, machen wir uns jetzt ran, natürlich unsere Tür wie die Fenster reinzuhauen. Ich würde sagen, wir beginnen wie immer auf der Vorderseite. Das Spiel kennen wir ja schon so ein bisschen von den anderen Gebäuden. Wir lassen an den Seiten hier vorne 2 Blöcke einfach mal Platz, schlagen dann hier eine Dreierfläche raus, das Ganze natürlich auf eine Dreierhöhe. Das Ganze machen wir jetzt hier, würde ich mal sagen, weiter zur Seite, lassen dabei wie immer eine Reihe Platz und machen hier wieder so ein Dreierfenster rein. Das Ganze machen wir noch einmal. Nachdem wir dann hier 3 Löcher reingehauen haben, würde ich mal sagen, mache ich in der Mitte mir natürlich meine Tür hin und mache mir das Ganze hier noch eine Reihe weiter nach unten. Mit der Tür würde ich auch mal gleich mal anfangen. Ich setze mal an den Seiten einfach mal unsere Baumstämme hin.
Da ziehen wir uns einfach mal unten einen Block hin. Darauf würde ich mal einfach mal die Tür natürlich setzen. Und ganz oben setze ich mir eine Fichtenholztreppe einfach mal umgedreht hin. Und dann haben wir schon mal unsere Tür so ein bisschen fertig. Jetzt machen wir uns gleich mal ran an die Fenster. Ich würde sagen, da mache ich mir hier so ein Doppelfenster hin. Das heißt, in der Mitte platziere ich mir eine Treppe. Oben dann die umgedrehte Treppe davon. An den Seiten jeweils die Stufen. Und als Verbindung für die Treppen nehme ich einfach mal eine Falltür. Auf der anderen Seite auch nochmal. Relativ simpel. Unten in der Mitte Treppe hin. Oben umgedrehte an den Seiten. Erstmal die Stufen platzieren und dann verbinden wir die Treppen mit einer Stufe. An den Seiten unseres Barbiers würde ich mir auch nochmal sagen, platzieren wir ein Fenster. Da lasse ich einfach mal an den Seiten zwei Blöcke Platz, schlage mir hier drei Blöcke weg, natürlich auch hier drei Höhe. Wenn wir uns das dann freigehauen haben, platziere ich, würde ich mal sagen, jetzt an den Seiten erstmal die Treppen hier hin, denn ich mache hier nur ein Fenster hin. In der Mitte mache ich dann, würde ich mal sagen, zwei Stufen, verbinde mir das Ganze hier wieder mit einer Falltür und mache mir das gleiche Spiel nochmal auf der anderen Seite. Wenn wir dann soweit sind, können wir das ganze Blockmaterial erstmal wegtun und gehen wieder an die Kiste ran. Zum Weiterbauen holen wir uns dann einfach mal Schwarzeichenholzstufen raus. Dann würde ich mal sagen, blauer Beton, roter Beton und weißer Beton holen wir uns raus. Für unser Dach brauchen wir dann auch Prismarinziegel. Davon nochmal die Stufen und eigentlich die gleiche Variation in dunkler Prismarin und dann würde ich mal sagen, den anderen Prismarin. Also die ganzen Formen von Treppen und Stufen nehmen wir uns in diesen Variationen. Das ist dann später dafür, dass wir uns das Dach hier wieder so ein bisschen durcheinander, also mixen, aber das sage ich dann nochmal. Und zu guter Letzt brauchen wir dann noch einen Glasblock. Ich würde mal sagen, nehmen wir einfach mal hellblaues Glas für unsere Fenster und dann können wir gleich loslegen, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben. Mit den Fenstern würde ich auch gleich mal loslegen, schnappen wir unsere Glasblöcke zur Hand und können hier einfach mal, würde ich mal sagen, unsere Fenster damit hier einfach mal dahinter verkleiden. Du kannst auch gerne, würde ich mal sagen, jetzt hier hinter den Fenstern, wo wir hier unsere Falltüren hatten, auch noch ein bisschen Akazienholzblöcke platzieren, um das Ganze hier so ein bisschen abzuschießen und dann auch die Falltüren, sage ich mal, so zu machen, dass man hier nicht durchgucken kann. Aber du kannst natürlich auch jedes andere Blockmaterial nehmen, so wie du es halt gerne am Ende dann einrichten möchtest mit deiner Tapete. Danach schnappen wir uns einfach mal unsere Schwarzeichenholzstufe und gehen auf die Vorderseite unseres Barbiers. Hier können wir jetzt drei Reihen von den Schwarzeichenstufen vorne mal lang platzieren. Danach nehmen wir dann einfach mal unseren blauen Zement zur Hand, fliegen an den Seiten hin, lassen an den Seiten, würde ich mal sagen, eine Reihe Platz, vorne auch, und dann schlagen wir gleich hier den Block weg. Dann setzen wir einfach mal den blauen Zement drauf, roten Beton, weißer Beton, blauer Beton, und dann würde ich ganz oben mir nochmal einmal den roten Beton hinsetzen. Das gleiche Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite. Achten drauf, an der Seite hier eine Reihe lassen, vorne eine Reihe lassen, dann schlagen wir diesen Block einfach weg. Blau, rot, weiß, blau, und zum Schluss würde ich nochmal einfach rot setzen. Nach den Säulen machen wir dann, würde ich mal sagen, gleich mal das Dach fertig für unseren Barbier. Das ist eigentlich identisch, so wie wir die schon jetzt immer zu gebaut hatten. Wir fangen einfach hier an der Seite an. Ich würde mal sagen, machen wir zwei umgedrehte Treppen hin. Ganz vorne mache ich mir eine Stufe hin. Das gleiche Spiel ziehe ich mir einfach bis zur anderen Seite hin. Und natürlich machen wir, würde ich mal sagen, ganz hinten nochmal eine weitere Stufenreihe rauf, um das Ganze so ein bisschen schräger zu machen. Ja, und danach kannst du dir ein paar Prismarin, Stufen, Treppen raussuchen oder auch noch Prismarin. Ja, das heißt ja alles hier ein bisschen so gleich, ne? Also kannst du ein bisschen so raussuchen und das Ganze hier noch ein bisschen unterschiedlich machen vom Dach her. So in etwa sollte es denn aussehen. Also nimmst du vielleicht ein paar Stufen, ein paar Treppen und dann kannst du es hier noch so ein bisschen unterschiedlich gestalten. Danach tun wir noch dieses Blockmaterial erstmal wieder weg, gehen an die Kiste ran und holen uns hier noch die letzte Reihe raus. Jetzt beginnen wir natürlich mit unserem Aushängeschild von unserem Barbier und natürlich hier machen wir noch vorne den Schriftzug drauf. Dabei würde ich sagen, holen wir uns zum Weiterbauen erstmal die Schwarzeichenholzstufen raus, die hatten wir ja vorhin schon. Dann holen wir uns noch die Schwarzeichenholztreppen raus, davon nochmal den Block. Dann holen wir uns nochmal weißen Beton raus, blauen Beton und natürlich gelben Beton. Dann holen wir uns noch grauen Beton raus und hellgrauer Beton, also viel Beton, was wir hier im Wilden Westen verballern. Und dann holen wir uns noch als Bonusmaterial Fichtenholzschalter. Haben wir denn noch dieses ganze Blockmaterial, würde ich sagen, legen wir los. Und zwar machen wir uns erstmal so ein kleines Schriftschild hin, wo dann natürlich unser Barbier draufsteht. Wir fangen an mit den Schwarzeichenholzstufen, suchen uns erstmal vorne die Mitte bei unserem Vordach. Ich habe sie gleich gefunden, dank der Tür. Und würde ich jetzt sagen, mache ich hier einfach mal so eine 5er Breite rein insgesamt. Kann man hier gleich mit den Stufen hier alles ausfüllen. Das Ganze ziehe ich mir auch gleich nochmal eine Reihe weiter nach vorne weg. Natürlich die Stufen hier oben mache ich mir dann nochmal weg. Nehme mir unseren weißen Beton einmal kurz zur Hand und platziere so eine kleine Pyramide drauf. Jetzt schnappe ich mir nochmal unsere Schwarzeichenholztreppen. Die können wir jetzt, sage ich mal, hier auch gleich gerade ran einmal platzieren. Mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. So, dann schnappen wir unsere Stufen. Da würde ich mal sagen, platziere ich mir auf den ersten Treppen nochmal eine Stufenreihe rauf. Mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Und ganz oben setze ich mir auch nochmal eine Stufenreihe hin. Die Schrift schreiben wir im Nachhinein rauf.
jetzt würde ich mal sagen, machen wir uns daran, denn das große Aushängeschild zu machen. Wir schnappen unseren Schwarzeichenholzblock zur Hand, fliegen an den Seiten hin. Wir lassen an den Seiten zwei Stufen so, wie sie sind. Können hier einfach mal unseren Block reinhauen. Dann schlagen wir hier die Verbindung einmal weg bis zur anderen Seite. Und setzen hier auch einen Block hin. Achten drauf, zwei Blöcke, wie gesagt, an den Seiten einfach Platz lassen. Können uns das Ganze dann miteinander verbinden. Und können das Ganze dann auch in eine Höhe ziehen. Da platzieren wir noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke rauf. Insgesamt haben wir hier eine 6er Höhe. Haben wir das auf der anderen Seite auch gemacht, können wir uns einmal kurz unsere Schwarzeichenholzstufen schnappen, platzieren die oben drauf und verbinden das Ganze mit der anderen Seite nochmal. Ups, natürlich ohne, so wie ich hier alles wegzuhauen, und können das Ganze dann hier einmal ausfüllen mit weißem Beton. Jetzt müssen wir natürlich noch so ein bisschen das Bild drauf kriegen, wo dieser Barbier natürlich, frisiert wird. Wir nehmen erstmal den blauen Beton zur Hand, fliegen an diese, würde ich mal sagen, linke Seite hin, machen wir hier erstmal hier so ein Dreierfeld frei, dass wir oben und unten noch eine weiße Betonschicht haben. Füllen wir hier einfach alles mal aus mit weißem Beton. Dann mache ich mir hier so diesen Papier so ein bisschen, den grauen Beton für sein Hemd. Da machen wir seinen Kopf hin. Irgendwie wurde ja auch ein bisschen da was abgeschnitten. Das machen wir einfach mal so oben hin. Lassen wir einfach mal eine Fläche so, wie sie ist. Dann nehmen wir uns einmal unseren hellgrauen Beton zur Hand. Schlagen hier, würde ich mal sagen, drei Blöcke insgesamt weg. Gehe ich hier einmal einen so runter. Gehe hier zwei weiter so zur Seite lang. Gehe dann hier hinten einen hoch. Und wechsle einmal zu unserem grauen Beton. Hier wird so ein bisschen dieses Messer gemacht. So ein bisschen der Griff, würde ich mal sagen. Wir machen ja im Nachhinein noch Schrift hier an der Seite hin. Aber erstmal würde ich sagen, verballern wir unsere Fichtenschalter. Ich habe mir gedacht, wir machen hier auch ein bisschen Logik rein beim Bauen. Ich würde sagen, unsere Baumstämme werden wir ein bisschen vernageln. Und dafür nehmen wir einfach mal die Knöpfe zur Hand an den Seiten. Würde ich mal sagen, ganz unten mache ich meinen hin. Und vielleicht jetzt hier so bei der Verbindung zum Dach mache ich mir das Ganze. Hat vielleicht auch den Sinn, weil auf der anderen Seite hier hat es ja auch so ein bisschen die gleiche Höhe. Ich mache jetzt aber nicht hier jetzt auf der Rückseite auch nochmal Nägel rein. Finde ich irgendwie doof, sieht ein bisschen übertrieben aus. Ich reicht mir eigentlich hier, wenn ich nur die Seiten mache. Auf der Rückseite können wir aber jetzt hier bei diesem Baumstamm natürlich auch noch ein paar Nägel reinhauen. Auf der anderen Seite würde ich mal das gleiche machen, wie wir schon gemacht haben. Oben und unten jetzt hier ein paar Nägel reinhauen. Vorne auch nochmal. Zack, hier alles vernagelt. Hier oben das Schild würde ich mal lassen. Hier könnte man natürlich auch nochmal was machen, aber ich lasse es einfach mal so. Da fällt mir gerade auf, wir schnappen uns nochmal unsere Fichtenholzstufe und können hier das Dach nochmal hier, würde ich mal sagen, beim Schild auch nochmal zuziehen hier. Machen wir einfach noch eine Stufenreihe hin und dann passt das schon. Wenn wir dann das ganze Blockmaterial erstmal verbaut haben, können wir das Ganze hier wegtun und gehen jetzt an unsere Bonuskiste ran, denn wir brauchen die jetzt einfach mal, weil es einfach nicht reingepasst hat. Da holen wir uns auf, da diese passende Reihe einfach mal raus. Denn um unser Gebäude fertig zu bauen, brauchen wir noch ein paar Schilder. Dann holen wir uns noch Gegenstandsrahmen raus, aber ich glaube, wir müssen erstmal irgendeinen Eichenholzblock platzieren. So, dann mache ich hier einfach Gegenstandsrahmen und holen wir uns noch eine Schere raus. Dann hole ich mir noch Rüstungsständer, würde ich mal sagen. Dann noch so einen Kopf. Irgendwann. Ich verwende einfach meine Lederrüstung. Kannst auch gerne was anderes nehmen. Denn vor dem Laden stand noch so ein Indianer. Den müssen wir auch so ein bisschen darstellen. So ein, würde ich mal sagen, so eine Statue war das. Aber erstmal machen wir die Schrift vorne rauf. Und da stand ja Barbier drauf. Aber wir könnten auch, bevor wir die Schrift machen, hier oben so eine Schere platzieren. War auch so eine Schere. Ich dachte mal, ey, brauchen wir eigentlich nicht so viel darstellen. Wir haben ja Minecraft eine Schere. Können wir jetzt auch so ein bisschen leicht darstellen. Einfach mal mit einem Gegenstandsrahmen. Einfach mal hier oben hin. Ansonsten machen wir jetzt hier ein paar Schilder hin und schreiben Barbier rauf. Ja, dann schreiben wir einfach mal Barber rauf. Wie man sich natürlich das wieder in der Farbe macht, blende ich dir ein. Du musst einfach vor dem Wort dann einfach mal hier unser Paragraphenzeichen mit einer 3 machen. Dann hast du dieses Hellblau. Weil wir natürlich hier drei Schilder platzieren können, dachte ich mir an den Seiten, mache ich hier einfach so ein bisschen paar Striche hin, um das Ganze darauf hinzulenken. Man könnte vielleicht auch ein paar Pfeile rausmachen. Da muss man mal gucken, wie man sich das Ganze halt immer gestalten möchte. Ansonsten platzieren wir uns vor unserem Laden noch so eine Indianerstatue. Ich nehme einfach mal als Podest einfach mal so einen Eichenholzblock. Dann mache ich mir einen Rüstungsständer hin. Dann würde ich sagen, nehme ich einfach mal hier so einen Steve-Kopf und dann mache ich mir einfach eine Lederrüstung. Kannst du natürlich auch gerne färben, halt so wie du gerne das Ganze dir machen möchtest. Ich habe noch ein bisschen was im Ärmel und zwar gibt es hier natürlich noch Bonusmaterial. Wir müssen natürlich hier oben noch die Schrift drauf machen. Das machen wir erstmal als erstes. Dafür nehmen wir jetzt Banners natürlich. Wenn du nicht weißt, wie man Buchstaben auf Banners sich craftet, findest du in der unteren Videobeschreibung auch noch einen Link von einem Video zu mir, wo ich das Ganze erklärt habe, wie man sich Buchstaben auf Banners macht. Ja, hier schreiben wir mal Top Shop rauf. So in etwa kann man sich das Ganze hier platzieren. Ja, ansonsten habe ich noch so einen kleinen Bonusmaterial und zwar der Indianer hat ja natürlich so einen Indianer-Kopfschmuck. Da denke ich mir einfach mal, nehme ich mir so einen Banner einfach mal hin, habe es ein bisschen mit Farbe gemacht noch. Ja, vielleicht so als Kopfschmuck, vielleicht so eine kleine Andeutung, damit das Ganze doch ein bisschen heraussticht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man so ein Muster eigentlich relativ einfach. Man geht einfach mal zu einer Werkbank hin und packt dann einfach mal ein Banner rein. Dann nehmen wir ein paar Ranken und dann nehmen wir einfach mal die Farbe, die du möchtest. Jetzt habe ich mal Rot genommen und dann
das Schild halt so aus, halt in Rot. Ne? Hier hatte ich vorhin Blau genommen, kannst auch Rot nehmen. Irgendwie sowas kannst du halt machen, deine Lieblingsfarbe halt. Und die machst du so hinten beim Indianer halt dran. Kannst natürlich auch hier den Rüstungsständer ein bisschen verstellen, dass er vielleicht irgendeine Pose machen soll, wie du es halt gerne machen möchtest. Naja, kannst du dir halt aussuchen. Ich bin aber immer noch nicht fertig. Jetzt gehen wir nochmal kurz in den Laden rein und ich erkläre dir mal kurz, wie man sich den so vielleicht noch am besten einrichten könnte. Hier gleich hinter unserer Tür mache ich mir einfach mal eine Treppe hin, dann platziere ich mir einfach mal Stufen. Ich mache mir natürlich noch eine Tapete rein, von daher lasse ich an den Seiten jeweils einen Block Abstand, außer auf der Rückwand. Da mache ich das einfach mal hier gerade ran. Du musst natürlich nicht mit Stufenschichten arbeiten, kannst du natürlich auch ganz normal hier den Boden machen, aber ich finde das irgendwie cool mit Stufen und daher mache ich mir das Ganze. Ja, ansonsten nehmen wir uns hier einfach wieder ein paar Tropenholzblöcke oder so und dann kannst du hier alles noch so ein bisschen verkleiden. Naja, ich habe mich hier schon ein bisschen so leicht gestaltet, wird vielleicht auch im Nachhinein wieder ganz anders aussehen. Naja, muss man ja mal gucken, wie man sich das Ganze einrichtet, aber da lasse ich dir wieder deine Kreativität. Und das kannst du ja entscheiden, wie du dir gerne deinen Barbiershop einrichten möchtest. Ansonsten wäre er fertig, wir gucken dann, was ich jetzt als nächstes baue. Habe ja genug Vorschläge, suche mir was Schönes raus und dann gucke ich mal, wie ich mir hier die Stadt gestalte. Ich bin jetzt hier so in der Zmücken, ich weiß nicht genau, was ich mir jetzt hier hinsetze. Ich überlege so ein bisschen mit dem Saloon, den mir jetzt hier schon zu platzieren, irgendwie in der Ecke. Ja, muss mal gucken, weil ich möchte ja auch vielleicht hier irgendwie den Platz hier vorne noch nutzen. Naja, das schauen wir mal. Ja, ansonsten war es das Ganze hier. Ich stelle mich hier vorne Safety hin. Und wenn ich safe stehe, war es das Ganze. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.